Hallo, ich hätte gerne einen Special Person Hornsa. Herzlich willkommen zurück zu Frischer Gepresst. Vielen, vielen Dank für die ganz vielen Kommentare. Ich habe mir gefragt, was ist denn so ein Thema, worüber man berichten könnte? Und viele haben ja so persönliche Nachrichten auch geschrieben. Und häufig wird genannt das Thema Miete. Mach doch mal was zum Thema Miete und Wohnen und so. Mache ich gerne. Deswegen bin ich heute in Berlin. Ja, richtig geil, oder? Und viele fragen sich wahrscheinlich schon, was ist das hier? Das ist Coffee to go. Das muss man sich vorstellen wie ein Papierbecher mit einem Plastikdeckel. Und den macht man dann so drauf und dann walkt man so durch die City. Wir reden auch viel Englisch in Berlin. Das ist einfach, weil es cool ist. So, ne? Und das ist jetzt so das neue Ding. Das machen jetzt alle in Berlin. Das ist so cool einfach. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? In Berlin denken sich die Leute immer so funky Sachen aus. Das ist so Berlin. So Coffee to go ist jetzt das Neue. Ja, und deswegen ziehen hier so viele Leute hin. Also letztes Jahr irgendwie 50.000 Leute hier hingezogen. Ja, weil es hier so cool ist. Und dann ziehen sie hier hin und dann ist die Miete zu hoch und dann wohnen sie in Marzahn. Das ist nicht so Berlin. Hier, das ist Marzahn. Marzahn. Also klar, es ist auch Berlin, aber 90% Beton, 10% schlechte Laune. Dafür zieht man nicht aus Gießen weg. Und viele haben hier gar nicht so einen Coffee to go. Die kennen das hier gar nicht, to go. So, als wären die vom Dorf. Oder als würden die aus Hamburg kommen hier, die Leute. Nicht cool. Viele wollen gerne zentraler wohnen, geht aber meistens nicht, wegen der Gentrifizierung. Und ich weiß, Gentrifizierung haben alle schon mal gehört, aber ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wie man am besten und einfachsten Gentrifizierung erklärt. Und es ist gar nicht so einfach, aber ich versuch's mal. Also, es gibt Viertel, da sind die Mieten niedrig, die Bevölkerung meistens ein bisschen ärmer. Dann ziehen da Leute hin, die sind irgendwie cool. Studenten, Künstler, irgendwelche Leute, die das Viertel aufwerten und dann Leute anziehen, die viel Geld haben, aber uncool sind. So, und die ziehen dann dahin und bauen dann sowas hier zum Beispiel. So, wohnen dann in so Panzern aus Gold, weil sie viel Geld haben, aber uncool sind. Und, oder ja, sind reich und ziehen sich an wie Arme, aber sind eigentlich reich. Und dann verdrängen sie die anderen, die schon vorher da waren. Und die müssen dann woanders hinziehen. Und die ziehen immer mehr an den Rand. So, das ist Gentrifizierung. Und dagegen soll die Mietpreisbremse helfen. Die Mietpreisbremse sagt, man darf die Mieten nicht mehr erhöhen als 10% der ortsüblichen Miete. Also wenn der Quadratmeterpreis bei 10 Euro liegt durchschnittlich, darf man die Miete nicht höher machen als 11 Euro. Es sei denn, man renoviert die Wohnung krass. Oder man baut eine neue Wohnung. Oder die Miete war eh schon immer viel höher. Oder der Vermieter hat Geburtstag in einem Monat mit R. Oder kennt jemanden, der mit R anfängt. Das letzte war erfunden, aber wenn die Mietpreisbremse eine wirkliche Bremse wäre an einem Auto, dann wäre es die schlechteste Bremse der Welt. Also die würde nur funktionieren, wenn man nicht lenkt und nicht zu schnell fährt. Und das macht man, damit man die Investoren nicht verschreckt. Der Investor ist nämlich ein ganz scheues Reh. Deswegen gibt es in Kreuzberg eine Wohnung, die kostet 700 Euro warm für 10 Quadratmeter, also 70 Euro pro Quadratmeter. Und ab der Marge wird es dann für Investoren überhaupt erst interessant. Sonst lohnt sich sowas ja nicht. Das ist ja ein Mordsaufwand, was man hat als Vermieter. Da machen sich viele keine Vorstellung. Das ist ja, du musst da erstmal ein Konto einrichten und die Wohnung aufmachen und... Viele sagen ja dann, ja, aber gibt es denn Recht, da zu wohnen, wo es cool ist? Und ich finde, ja, die Gegenfrage ist doch, gibt es denn eine Pflicht, als Armer da zu wohnen, wo sonst niemand wohnt? Also müssen die Armen immer auswärts wohnen und die Reichen wohnen zentral. Dann wohnen irgendwann nur noch Arme neben Armen und Reiche neben Reiche. Wäre doch schöner, wenn das ein bisschen durchmischter ist. Dann merken die Armen, dass es Reichtum gibt und die Reichen merken, krass, da gibt es ja echt Leute, die können sich keinen Coffee to go leisten. Das liegt alles wahrscheinlich am Coffee to go. Der Berliner hätte sich nicht so was Abgefahrenes ausdenken dürfen.